Moin, wir gucken uns heute mal diesen wunderschönen Globus hier an. Das ist ein Ideaset mit der Nummer 21332. Ist ziemlich genau vor einem Jahr rausgekommen, am 1. Februar 2022. Wir haben 2585 Teile für einen Preis von 229,99 Euro. Die wollte ich definitiv nicht ausgeben. Fand ich viel zu teuer, auch wenn ich das richtig schön finde, wie das aussah. Ich habe es jetzt, beziehungsweise wir haben es jetzt gekauft für 120 Euro hier in Kassel in so einem Second-Hand-Laden. Komplett mit Karton, mit Anleitung, mit allen Spare-Parts, die dabei waren und so. Und das Ding ist auch vollständig. Wir haben es einmal komplett wieder neu aufgebaut. Man will ja auch den Bauspaß dabei haben. Und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr, sehr, sehr begeistert von dem Ding. Wenn wir mal hier ein paar Fotos angucken vom Bau in die Sphären, die man da aufbaut, die sind wirklich super gebaut. Es ist viel Technik mit drin, mit denen man, wo man quasi außen die Plates aufbaut, um diese Kugel hinzukriegen. Und es ist natürlich immer wieder dasselbe, das muss man sagen. Es sind abwechselnd verschiedene Teile, aus denen man hier die zwei Halbkugeln aufbaut. Aber alle sehen ja von außen anders aus. Also man baut Landmassen wieder drauf mit Tiles und mit Plates und das macht es dann doch abwechslungsreich. Und dass das Ganze eben so vor sich hin wächst und man irgendwann diesen Ball hier in der Hand hat, das ist schon wirklich sehr, sehr schön. Ansonsten, wenn man sich das Ganze hier mal so anguckt, funktional ist es. Man kann den Globus sowohl hier oben als auch hier unten problemlos drehen und kann sich alles angucken. Wir haben bedruckte Teils dabei, wo die einzelnen Kontinente draufstehen, beziehungsweise hier unten, was man jetzt super sieht in der Kamera, da unten, dass es ein Globus ist. Und es gibt auch im Meer hier ein aus Stein gebautes Segelschiff, weil da ist halt Platz und da passt das, glaube ich, auch ganz gut hin. Oben und unten jeweils eine große Disch, auch bedruckt mit Nord- bzw. Südpol. Und wenn man sich die Landmassen mal so anguckt, dann sind die schon im Großen und Ganzen ziemlich akkurat, finde ich. Und man kann sich auf jeden Fall gut darauf orientieren, wo man jetzt eigentlich so ist. Als Ideaset wundert es mich tatsächlich irgendwie nicht, dass das so cool geworden ist. Ich glaube, dass Lego es selber nicht so hingekriegt hätte. Vielleicht wären sie auch nicht mal auf die Idee gekommen, das weiß ich nicht. Es gibt ja zum Beispiel beim Flaschenschiff so Elemente mit einem Globus, die sind irgendwie ganz cool. Aber in der Größe, so damit man auch wirklich was damit anfangen kann, das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es das gibt. Wir haben den hier stehen, einfach als dekoratives Element im Wohnzimmer. Und ich finde, der passt da auch irgendwie sehr gut hin. Von daher würde ich als Fazit auf jeden Fall sagen, wenn euch das Ding irgendwo begegnet für einen Preis um die 120 Euro, nehmt es sofort mit. Das lohnt sich wirklich. Die 230, ich wäre nicht bereit gewesen, die zu bezahlen.